Herzogin Meghan ist überraschend nach New York geflogen, um dort an einer ganz besonderen Party teilzunehmen, die ihr sehr am Herzen liegt. Das sehnlichst erwartete Baby von Herzogin Meghan, 37, und Prinz Harry, 34, soll im April geboren werden. Dass sich das Herzogspaar riesig auf sein Kind freut, ist ihm bei jedem Auftritt anzusehen. Auch oben im Video. Da sieht man Meghans entzückende Reaktion auf das Strampeln ihres ungeborenen Kindes. Bereits am vergangenen Freitag, 15. Februar, ist die 37-Jährige nach New York geflogen, um mit 15 ihrer engsten Freundinnen die Ankunft ihres Wunschkindes zu feiern. Für Meghan ist es die letzte Gelegenheit vor der Geburt, noch einmal Zeit mit ihren Freundinnen in einer Stadt zu verbringen, erklärte ein Insider der Website harpersbazaar.com. Meghan habe demnach am heutigen Dienstag, 20. Februar, in einem schicken Hotel an der Upper East Side eine Babys-Party organisiert. Es ist zwar ungewöhnlich, dass die Babyparty in New York und nicht in London stattfindet, aber schließlich leben die meisten Mädels aus Meghans Inner Circle in den USA. Dazu gehören neben Jessica Mulroney, 39, die Modedesignerin Michelle Nono, Schauspielerin Priyanka Chopra, 36, Tennis-Champion Serena Williams, 37, und ihre ehemaligen Kolleginnen von Suits, Abigail Spencer, 37, Gina Torres, 49, und Sarah Rafferty, 46. Sie alle waren auch bei Meghan und Harrys Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor eingeladen und unterstützen die werdende Mama mit vereinten Kräften. Erst vor kurzem räumten einige von ihnen anonym im US-Magazin People mit wilden Gerüchten und bösen Unterstellungen auf, mit denen sich Meghan immer wieder auseinandersetzen muss. Meg hat stumm gesessen und die Lügen und Unwahrheiten über sich ertragen. Wir machen uns Sorgen, was das mit ihr und ihrem Baby anstellt, erklärte eine ehemalige Schauspielkollegin gegenüber dem Magazin. Es sei falsch, jemanden ein Trauma solcher Stärke durchmachen zu lassen, geschweige denn wenn derjenige schwanger ist.